Der Rajang ist eines der brutalsten Monster im Monster Hunter Universum, wird von vielen Jägern gefürchtet. Wir schauen ihn uns in diesem Lore-Video im Detail an. Was ist das für ein Monster? Wo kommt er vor? Warum ist er so gefährlich? Und vieles mehr. Bleibt dran, wird interessant. Servus Monster Hunter Freunde, schön, dass ihr auch bei diesem Video wieder mit dabei seid. Wer mich noch nicht kennt, mein Name ist Corypheus und bei mir gibt es die komplette Palette Monster Hunter schon seit mehreren Jahren. Wer da in Zukunft nichts verpassen möchte, kann immer gerne mit dem Abo dabei bleiben. Heute haben wir das zweite Lore-Video. Das erste war ja mit dem Devil Joe, auch ein richtig cooles Monster. Wer das Video nicht gesehen hat, einfach oben rechts aufs i-Zeichen klicken. Und heute geht es um den Rajang, auch ein richtig krasses Monster. Ich denke, die meisten von uns werden ihn auf jeden Fall in guter Erinnerung haben. Das Video ist übrigens mit meinem Kollegen Leo entstanden. Der hat mich beim Textschreiben unterstützt, beim Suchen der Lore-Informationen. Denn ihr wisst, Anfang der Woche erwarte ich die zweite Corona-Impfung und da bin ich auf jeden Fall einige Stunden ausgefallen und konnte deswegen nicht so viel arbeiten, wie ich eigentlich vorhatte. Video kommt aber dank Leo trotzdem raus, was ich extrem cool finde. Dann geht auch nochmal an dieser Stelle an ihn raus. Und ich würde sagen, wir fangen auch direkt an mit den ganzen Infos zum Rajang. Bin gespannt, was ihr zu dem Monster sagt. Der Rajang gehört zu den Reißzahnbestien. Sein dunkelbrauner, muskulöser, teils behaarter Oberkörper ähnelt stark einem Gorilla. Er besitzt auch mächtige Oberarme und Pranken, die er je zu einer Faust bildet, womit er hart zuschlagen kann. Der Rajang verfügt dadurch über eine extreme Körperkraft, das ist absolut beeindruckend, die einen Jäger leicht von den Füßen und in die Luft schleudern kann. Seine Hinterläufe ähneln einem Stier, bis auf die Hinterpfoten, die sind mit Krallen ausgestattet. Am Po sitzt sein Schweif mit buschiger Spitze. Auf dem Kopf befinden sich riesige, horizontal wachsende Hörner, die auch gerne beim Kampf abbrechen können. Die langgezogene Kopfform ähnelt einem Pavian mit stark ausgeprägten Unterkiefer. Zähnen. Zu seinem furchteinflößenden Erscheinungsbild kommen auch noch zwei blutrot leuchtende Augen. Wenn er wütend wird, elektrisiert er einen Großteil seines Fells, es wird dadurch länger und er strahlt in goldener Farbe. Jeder Jäger weiß, wenn er das macht, wird der Kampf um einiges schwerer. Es klingt unglaublich, körperlich ist der Rajang vielleicht sogar stärker als die meisten Drachenälteste und überwältigt diese Monster öfters in bösartigen Revierkämpfen, bei denen die meisten Drachenältesten zu Boden sinken. Eine rohe Kraft wurde meist nur vom Ruinen-Nergigante und vom normalen Nergigante beobachtet, von denen beide Monster auch dafür bekannt sind, dass sie mit dem Rajang in den Ländern rivalisieren. Diese spektakulären Revierkämpfe kann man gut in Monster Hunter World Iceborne im Leitlandengebiet erleben. Seine Fähigkeit, sich auf solch gefährliche Kämpfe gegen diese Monster einzulassen, wird nur von einer brutaleren Variante, die als wilder Devil Joe bekannt ist, übertroffen. Zum Devil Joe habe ich schon ein Lore-Video gemacht. Wer mehr über ihn erfahren möchte, findet es am Ende des Videos verlinkt. Die beiden gefürchtetsten Eindringlinge sind auch ernsthafte Konkurrenten füreinander. Der Rajang duldet kein anderes Monster in seiner Umgebung, während der wilde Devil Joe kein Monster als potenzielle Beute ausschließt. Obwohl der wilde Devil Joe weitaus größer ist als der Rajang, ist der Rajang dafür bekannt, dass er den massiven Wyvern durch seine Wendigkeit und Intelligenz ausmanövrieren und überlisten kann. Oft kann der Rajang den wilden Devil Joe mit einem einzigen Schlag zur Niederlage zwingen. Das Verhalten der Rajangs ist am friedlichsten, wenn er schläft. Die Rajangs werden als ultra aggressiv beschrieben und sind bereit, alles anzugreifen und zu töten, was sich ihnen nähert, vor allem wenn sie an Orten angetroffen werden, die sie als Revier betrachten. In Monster Hunter World hat sich gezeigt, dass sie bereit sind, jedes Monster herauszufordern, unabhängig von Status oder Größenunterschied, und dass sie in Revierkämpfen in der Regel mit solchen Monstern gleichziehen oder sie sogar überwältigen. Sie behaupten sich in ihren Lebensräumen mühelos als Spitzenpredator, die es mit den meisten Drachenältesten aufnehmen können. Die immense Kraft, die dieses Monster mit seinen Armen besitzt, ist nahezu unübertroffen. Bis heute ist der Rajang der einzige Nicht-Drachenälteste, der tatsächlich einen Drachenältesten zerstört hat, Kirin. Das majestätische Horn von Kirin scheint auch der Katalysator für Rajangs drastische Veränderung seines Zustandes zu seiner wütenden Form und die Quelle seiner tödlichen Blitzfähigkeiten zu sein. Die meisten Spitzenpredator-Monster sind auch nicht bereit, sich auf einen Kampf mit Rajang einzulassen, da bei einem Kampf schwere Verletzungen garantiert sind.
Darüber hinaus kann sich der Rajang dank seiner brutalen Kraft in seinem wütenden Zustand und seiner tödlichen Blitzkraft mühelos mit Drachenältesten wie Velkana, Kushala Daora, Teostra, Lunastra und auch Namiel messen. Den Schaden, den er den Drachenältesten zufügt, ist immens. Einige Jäger konnten so welche Kämpfe für YouTube aufnehmen. Die Rajang besitzen eine einzigartige Verteidigung gegen Bedrohungen. Wenn sie sich in Gefahr befinden, verstärken sie die Kraft ihrer Arme, so dass sie mehr Schaden anrichten und sich noch schneller bewegen können. Diese einzigartige Anpassung kann die Muskeln in ihren Armen verhärten, um Verteidigungsfähigkeit drastisch zu erhöhen und fast alle Angriffe abzuwehren. Interessanterweise leuchten ihre Arme dabei rot auf, dies ist jedoch nur möglich, wenn sie sich im Wutmodus befinden. Wenn ihr Schwanz genügend Schaden erleidet, verlieren sie diesen Zustand und kehren in den Normalzustand zurück. Aufgrund der nahezu permanenten nomadischen Lebensweise kommt der Rajang in sehr vielen verschiedenen Gebieten vor. Es ist sogar möglich, dass er vielleicht in allen Gebieten vorkommen könnte. Die bekannten Lebensräume des Rajangs sind zum Beispiel Schneegebiete, felsige Landschaften, Waldgebiete, Vulkangebiete. Dazu gehören die alten Karten wie Alter Vulkan, Schneegebirge, Schlucht, Ahnensteppe, Immerwald und der Urwald. In der neuen Welt sind die Rajang immer noch nomadische Eindringlinge, die jedes Klima bewohnen. Man findet sie im uralten Wald, in der Wildturmödnis, im Korallenhochland, im Tal der Verwesung, auch in der Heimat der Ältesten, in der Rauhreifweite und sogar in den Leitlanden. Durch ihr aggressives Verhalten stehen sie oft an der Spitze der Nahrungskette, sei es in der alten oder in der neuen Welt. Und nur die stärksten Monster und die Drachenältesten können ihnen die Stirn bieten. Seinen ersten Auftritt hatte der Rajang in Monster Hunter 2, das 2006 in Japan auf der PlayStation 2 rauskam. 2007 konnten wir ihn dann auch in Monster Hunter Freedom 2 auf der PSP erjagen. Man kann schon sagen, es ist ein sehr altes Monster, denn 2004 hat die Monster Hunter Reihe begonnen. Die Angriffe vom Rajang sind vielfältig. Mit seinen zwei riesigen Hörnern kann er schweren Schaden anrichten. Aggressiv springt der Rajang im Kampf hin und her. Dabei vollzieht er Drehungen und Mehrfachangriffe. Außerdem kann der Rajang starke Elektrostöße aus seinem Mund entladen. Manchmal stößt er statt einem Strahl einen Blitzball aus. Der Jäger sollte immer darauf achten, welchen Blitz er benutzt. Vor dem Strahl macht es einen pfeifenden Ton, vor dem Abfeuern jedoch nicht. Wenn der Rajang wütend wird, ändert sich seine Fellfarbe in Gold. Gerade am Rücken wird das ganze Fell aufgestellt. Außerdem wird dadurch seine Geschwindigkeit und auch seine Stärke enorm gesteigert. Fallgruben funktionieren nur, wenn er wütend ist. Außerdem geht er nicht mehr in seinen Wutmodus rein, wenn sein Schweif zerstört wurde. Befindet sich der Jäger zu nahe am Rajang und dieser brüllt, wird der Jäger zurückgeschleudert. Man bekommt dadurch aber keinen Schaden ab. Rajang besitzt auch eine Pin-Attacke. Er kann einen Jäger in die Hand nehmen und auf den Boden werfen. Der Jäger bleibt dann dort kurz liegen. Sollte der Jäger nicht rechtzeitig wegkommen, bekommt er eine richtig nice Faust ab. Die beste Lösung dadurch sind die Blitzbomben im richtigen Moment abschießen. Mittlerweile sind drei weitere Varianten vom Rajang bekannt. Eine brutaler als die andere. Der zornige Rajang ist eine Variante des Rajangs, die mit Monster Hunter Freedom Unite 2008 auf der PSP eingeführt wurde. Die Variante zeichnet sich dadurch aus, dass sie sich permanent so wie ein wütender Rajang verhält und auch aussieht. Dieses Biest ist extrem gefährlich und viele Jäger haben bei dem Monster schon ihr Leben gelassen. Das Besondere an ihm, er besitzt keinen Schweif, dadurch kann man ihn nicht in einen Normalmodus bringen und er ist immer in der verstärkten Variante mit seinem goldenen Fell. Der Enmar Rajang ist ebenfalls eine Variante, die erstmals bei Monster Hunter Explore 2015 in Japan aufgetaucht ist. War damals ein Handyspiel, mittlerweile sind die Server offline. Der Enmar Rajang hat genau die gleichen Angriffe wie ein normaler Rajang, unterscheidet sich aber von seiner lila-roten Aura, die ihn umgibt. Als drittes gibt es den Hardcore Rajang, der in Monster Hunter Frontier Season 10 aufgetaucht ist. Dies war ein Monster Hunter Online-Spiel, das aber nie bei uns rauskam. Er verhält sich grundsätzlich gleich wie der zornige Rajang im Wutmodus, ist aber in der Lage, noch einen stärkeren Wutmodus einzusetzen. Seine Angriffe sind auch deutlich stärker als die von seinen Artgenossen und er ist auch schneller und kann mehr Angriffe einstecken. Bestmöglich sollte man ihn in einer Gruppe jagen, denn es fällt ihm schwer, alle Gegner eben gleichzeitig anzugreifen. Auch sein Aussehen ist anders, er hat blaue Augen und sehr langes goldenes Haar, wenn er im Wutmodus ist. Ich hoffe, das Video hat euch mehr über den Rajang beigebracht, ist auf jeden Fall ein richtig krasses
krasses Monster? Könnt mal gerne in die Kommentare schreiben, wie ihr es findet. Besiegt ihr den Rajan gerne oder sagt ihr, den mag ich eigentlich gar nicht fighten? Ich selber muss sagen, er geht, aber ist auf jeden Fall nicht mein Lieblingsmonster. Ich bin auch froh, wenn ich ihn nicht bekämpfen muss und lieber ein anderes Monster jagen kann. Das war's soweit vom Video. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn es euch gefallen hat, würde ich mich über einen Daumen nach oben freuen. Ansonsten, wer mehr zu Monster Hunter sehen möchte, sollte auf jeden Fall ein Abo dalassen. Ich wünsche euch wie immer viel Spaß beim Zocken. Ich bin weg. Ciao. Haut rein.